Leute, was geht und damit ein herzliches Willkommen hier wieder bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute spielen wir mal Granny Chapter 2, also ja, also das ist halt, glaube ich, Granny 2, wie auch immer. Genau, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal in die Runde, Play. Ich spiele heute bloß mal mit Grandpa. Weil alle beide werden gleich ein bisschen schwer, muss ich sagen. So, gehen wir gleich mal hier rein. Genau. Gucken wir mal nach. Also ich habe es bis jetzt einmal gespielt. Ich wurde gleich erwischt. Ich war ein bisschen lost, aber ich hoffe, wir stellen uns das nicht gleich so dämlich an. Auf jeden Fall sind wir hier nicht in der Zelle. So, wir laufen jetzt erstmal hier vor. Gut. So. Auf jeden Fall, ich wollte noch sagen, hier geht's zum Keller. Hier ist so ein komischer Raum, hier mit so einem Ding drin. Also, ich kann euch jetzt mal, wenn jetzt Grandpa nicht kommt, ich kann es euch mal ganz kurz vorführen. Also, man drückt hier auf den Knopf und es geht halt dann so zu und das sind halt die Stacheln und da bist du halt tot. Also, ja, das ist auch, wenn du hier verlierst in dem Spiel, kommst du da rein und dann... Nein! Und wie lost ist denn das schon wieder? Ich gehe schon wieder direkt zu der Treppe... Und Grandpa hat mich gleich. Ist schon wieder so lost. Tag 2. Kotzt mich schon wieder an. Ich brauche halt auf jeden Fall den Schlüssel. Den Grandpa um seinen Hals hat. Den Grandpa halt wie so eine Kette drum hat. Und den Schlüssel brauche ich halt unbedingt. Ja, jetzt laufen wir wieder die Treppe hier hinauf. Gucken jetzt wirklich, ob Grandpa kommt. Er kommt nicht. Das Gute ist halt in dem Spiel, hier hat Grandpa halt keine Waffe, also hier brauche ich mir nicht so viele Sorgen machen. Der hat halt bloß den alten Rentnerstock. Jetzt gucken wir erstmal hier. Was ist hier? Hier ist auch irgendwas Komisches da hinten. Scheint irgendeine Spinne oder irgendwas. Würde mich mal interessieren, was da hinten ist. Ich habe mich noch gar nicht gesehen. Hier unten ist auch irgendwas. Irgendein Bild. Das hole ich mir dann mal. Ich glaube, das ist erstmal gar nicht so wichtig, dieses Bild. Ich brauche jetzt erstmal eine Waffe oder irgendwas, um mich hier auch zu wehren gegen Grandpa. Also wenn Grandpa jetzt wirklich kommen sollte. Ah, da hinten kommt irgendwas Komisches. Ich weiß auch nicht. Hä? Ist irgendwie ein bisschen gruselig. Komisch, komisch. Da hinten läuft irgendwas. Also jetzt nicht mehr, aber vorhin ist irgendwas oder irgendwas komisch. Keine Ahnung. Irgendeine Spinne oder so. Kann ja durchaus möglich sein. Jetzt gucken wir hier mal. Auch nichts drin. Ja, dann gucken wir mal. Ich gucke jetzt nochmal. Ich will mal sehen, was da rumläuft. Irgendein komisches Biest oder so. Keine Ahnung. Ja, dann laufen wir hier mal lang. Ha, hier ist auch noch mal so ein komisches, zerrissenes Bild. Das müssen wir auf jeden Fall merken. Ja, was gucken wir mal noch nach? Ist hier irgendwas bei der Uhr? Ah, nichts drin. Auch nichts drin. Es geht ja auch noch eine Etage weiter hinauf. Ich gucke jetzt hier mal hier rein. Was ist hier? Regal. Ein Werkzeugschlüssel. Gucken wir hier mal schnell. Ah, Bootkey. Ah, das ist... Ah, ja. Stimmt, jetzt muss ich schnell runter. Jetzt gucken wir erstmal, wo das Boot ist. Ich glaube, das müsste ganz unten sein im Keller. Da war ich nämlich noch gar nicht. Das ist kein gutes Zeichen, dass jetzt die Tür auf ist. Es kann durchaus möglich sein, dass Grandpa hier unten ist. Das wäre natürlich sehr belastend. Gut, es sieht gut aus. Also bis jetzt sehe ich keinen. Es ist wirklich so, Grandpa ist hier unten. Ey, es ist schon wieder so ehrenlos, also ehrlich. Na komm... Ja, hol mich doch.
Oh, Junge, ist der schnell. Alter, ist der schnell. Alter, ist der schnell, Junge. Ich muss mich jetzt schnell verstecken. Boom. Oh, alter Schwede. Chris hat schon wieder einen halben Herzinfarkt. Alter Schwede, Junge, Junge, Junge. Jetzt müssen wir hier ganz langsam und leise gucken, dass er sich hier schnell verzieht. Dreh dich ja nicht um. Ja, jetzt ist erstmal Grandpa hier weg. Jetzt ist unsere Chance, diesen Schlüssel schnell runter zum Boot zu schaffen und gleich reinzustecken. Vielleicht können wir auch irgendwie mit dem Boot ausbrechen. Wie zum Beispiel in Granny 3 sind wir ja mit der U-Bahn ausgebrochen. Da muss ich mich hin. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Boat. Und this is a boat. Ja, dann steht so ein Auto da und dann ist es ein Boot. Okay. Okay, auf jeden Fall, ich habe erstmal den Schlüssel da unten liegen lassen. Mal gucken. Vielleicht brauche ich jetzt auch zu inkompetent, dieses Ding da reinzustecken. Ja, jetzt gucken wir erstmal hier. Müssen wir erstmal noch ein bisschen was anderes finden. Jetzt kommt ja schon wieder dieser Keck. Diese Bratwurst. Bin gerade irgendwie zu inkompetent. Kommt der? Oh Junge, leck mich doch am Arsch. Das ist doch nicht der Ernst. Nein! Schnell, schnell! Unters Bett! Oh Gott sei Dank! Gott sei Dank! Junge, ist der lost. So, jetzt müssen wir gucken hier, dass der schnell wieder abhaut. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen was finden hier. Ich habe ja überhaupt noch nichts gefunden. Ich bin schon wieder komplett lost. Ich würde jetzt so ein paar Sekunden warten und dann schnell raufgehen. Müssen halt immer gucken, wo der hinläuft. Ah, der läuft dorthin, das ist gut. Komm jetzt schnell. Schnell! Jetzt haben wir die Chance hier abzuhauen. Jetzt gucken wir schnell hier rein. Ist nichts. Jetzt gucken wir schnell hier rein. Ist auch nichts. Du hast auch nichts. Na, was ist denn jetzt los? Ist auch nichts. Hä? Ah, ne, da kann nichts drin sein. Hier. Doorhandle. Keine Ahnung, was das ist. Werden wir was kriegen. Ich habe gerade irgendwie Schiss, dass da Grandpa kommt. Hoffentlich kommt er jetzt nicht. Oh, ich habe gerade irgendwie ein bisschen Schiss, ich weiß auch nicht. Oh, hier müssen wir rein, ja? Oha. Einfach so eine Belüfter-Ding hier. Jetzt müssen wir halt mal gucken, dass er wieder abhaut. Weil, sonst bin ich hier ein bisschen am Arsch. Ich habe hier noch nicht reingeguckt. Doch, ich glaube schon. Ich weiß es jetzt nicht. Wir müssen jetzt erstmal wieder runter. Alter Schwede. Jetzt schnell abhauen. Nein!
Hey, da kommt er einfach nicht. Und das Bild ist einfach runtergerutscht. Das war doch eigentlich übelst laut. Bitte leg dich hin. Oh, jetzt abhauen. Abhauen. Ich weiß zwar nicht, wo wir jetzt den Schlüssel brauchen, aber irgendwo wird er schon nützlich sein. Jo, jo, jo. Abfahrt. Hä? Safe Key. Gar nicht gut. Gar nicht gut ist das. Safe Key, Junge, wo war das Ding? Doch mal überlegen. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt fällt mir es wieder ein. Jetzt fällt mir es wieder ein. Ah, jetzt weiß ich. Oh, jetzt geht er auch noch darauf. Es ist nicht normal. Junge. Komm wieder runter. Jawohl, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Unsere Chance ist gekommen. Leute, jetzt geht's ab. Der läuft. Da unten. Gut. Oh nein, scheiße, der kommt hoch. Safe. Ich hoffe, das war jetzt nicht so laut. Es wäre natürlich jetzt nicht so optimal, wenn es jetzt zu laut wäre. Ach, Junge, komm jetzt. Hä? Ich habe gerade irgendwie Schiss, dass der hier hochkommt, aber anscheinend kommt hier keiner. Hier ist auch nichts, Junge. Was ist denn los? Was ist denn hier alles? Ja, was ist denn das für ein Ding? Irgendeine Shotgun oder irgendwas? Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal aus. Weil wir machen jetzt mal hier ein bisschen Lautstärke. Hauen ja alles mal ein bisschen rum. Nein, das geht nicht. Leider. Ich hoffe, Grandpa kommt jetzt. Machen hier richtig schöne Lautstärke. Ja, komm her. Ja! Jawohl! Gut, jetzt müssen wir erstmal die Zeit ausnutzen. Jetzt gucken wir hier nochmal rein, ob hier irgendwas drin ist. Ne, hier ist auch nichts. Da ist unten diese Gartenschere da. So, jetzt gucken wir hier schnell. Was ist das? Ah. Das ist auf jeden Fall das Lenkrad. Für was brauchen wir das? Wo muss das rein? Das klatschen wir einfach hier mit rein, das Ding. Ah, ne, doch nicht. Meine Güte, ich muss jetzt erstmal hier mit dieser Elektro-Shotgun da rumrennen, weil es ist sehr, 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 sehr gefährlich, hier ohne eine Waffe rumzurennen, weil wenn Grandpa kommt, ich meine, ich bin zwar nicht am Arsch, aber es ist schon sehr gefährlich. Ah, hier ist der Scheißschlüssel. Den brauche ich nämlich jetzt. Ich weiß halt nicht, ob wir hier hinten die Tür aufkriegen. Das wäre natürlich jetzt richtig krass. Ja, jawohl. Das finde ich schon mal gut. Da haben wir jetzt schon mal wieder einen Platz. Das hauen wir mit hier rein. Ja, jetzt gucken wir hier. Die Pistole brauchen wir. Jetzt gucken wir erstmal. Ich glaube, ich weiß, wo noch was ist. Hier ist nämlich vor uns was aufgefallen. Und zwar. Warte mal, wo war das? Ah, hier hinten. Und zwar ist hier so ein Bücherregal. Und hier hat irgendwie so ein Buch rausgeguckt. Das müsste das auch sein. Jawohl, es ist auch einfach was. Hier ist auch irgendwas versteckt. Ah, nee. Das ist das Lenkrad für das Schiff. Ich habe mich nämlich schon vorhin gewundert.
warum das andere so komisch aussah. Das ist auf jeden Fall schon mal das Lenkrad für das Schiff. Schon haben wir schon wieder mal was. Das ist gut. Jetzt müssen wir aber hier mal reingehen, müssen hier mal gucken. Hier haben wir schon geguckt. Ja. Machen wir hier mal ein bisschen Lautstärke. Boom. Gut. Hier haben wir auch schon reingeguckt. Genau. So, ich würde mal wissen, was das hier so richtig ist. Need a crowbar. Auf jeden Fall gucke ich jetzt erstmal hier. Nochmal. Hier, was muss das hier für ein Schlüssel sein? Safe Key. Hä? Hatte ich den nicht vorhin? Bin ich jetzt blöd? Ah, Security Key, ja. Ich habe mich schon jetzt gewundert. War ja ein bisschen lost gewesen. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Hier ist aber. Da brauche ich auf jeden Fall die Brechstange, die muss ich aber auch erstmal finden. Boom. Boom. Jetzt gucken wir erstmal hier. Ich muss halt noch ein bisschen was finden. Ich habe noch nicht viel gefunden, muss ich sagen. Ich muss mich halt darauf vorbereiten, dass Grandpa irgendwann kommt. Weil irgendwann sind die 2 Minuten 30 auch mal rum. Moich. Ja. Komisch. Kommt keiner. Ich will mal wissen, für was das Essen ist. Ja, werden wir schon rauskriegen. So, machen wir erstmal wieder die Tür zu hier. Jetzt hauen wir erstmal ein bisschen die Bilder runter hier. Dass auch mal jemand kommt, endlich. Müssen ein bisschen Lautstärke zeugen. Dass hier Grandpa auch mal auftaucht. Jetzt macht das sonst keinen Spaß. Neuch. Es gibt nämlich sonst eine Sex neuch. Ich würde halt mal interessieren, was hier drüben so rumrennt. Ich habe halt noch eine Idee, und zwar hier drüben dieses Ding abzuschießen, wenn das mal rauskommen würde. Ah nee, scheiße. Jetzt müssen wir gucken. Slenderina einfach mit auf dem Bild. Ich muss gucken, wo da ist. Fernseher kann man nicht umwerfen. Schade. Ist hier manchmal noch ein Versteck. Nein, hier ist nichts. Ist halt gerade ein bisschen lost, wie ich hier rumlaufe. Na Mensch, hier muss doch mal jemand auftauchen, also ehrlich. Ein bisschen Lautstärke machen. Ich muss auf dem Klavier rum ein bisschen rumspielen. Boom, wieder umwerfen. Irgendjemand muss ja mal auftauchen. Ah, jetzt. Moinsen, Master. Jetzt. Jetzt gucken wir nochmal schnell dahinter. Ja. Genau, hier wollte ich jetzt nochmal gucken, was hier für eine Kreatur rumrennt. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Ich gucke jetzt nochmal hier unten rein, was ich hier benötigen kann. Hier braucht man ja auch anscheinend irgendwas. Weil hier hinten ist auch noch was.
Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, dass das hier sein soll. Ah, ich weiß, was wir da brauchen. Das Ding, was oben in der Mikrowelle war, das brauchen wir. Ja, Leute, das Video geht zwar heute ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. So, jetzt gehen wir hier lang. Bam. Jetzt müssen wir schnell machen. Gut, gehen wir schnell rauf. Ja, warte, wir können auch gleich hier hinten rauf gehen, das ist schneller. Njum. Bumm. So, jetzt holen wir schnell hier das Ding. Da muss ich mir merken, dass ich die Pistole hier oben hab. Ah, real ist das? Ich brauch doch Wrench. Bin ich blöd? Ah, nee, warte mal. Wartet mal, Leute. Ich habe noch eine andere Idee. Ich habe noch eine andere Idee. Und zwar, ich gehe einfach mal runter. Ich gucke einfach noch mal, ob ich das jetzt, ob das jetzt das ist, was ich meine. Das ist es. Das ist ein Wrench. Das ist es. So, jetzt gehen wir schnell hier runter. Diese Kreatur kam immer noch nicht raus, komisch. Das Bild, keine Ahnung. Müssen wir nochmal gucken dann. Ich würde mal interessieren, was die jetzt hier so richtig gedreht haben. Komisch. Werden wir gleich rausfinden. Werden wir gleich rausfinden. Müssen wir mal gucken. Oha. Oh nein! Hau ja ab, Junge! Haust du ab! Junge, Junge, Junge! Der kriegst ja einen halben Herzinfarkt, Junge, das Ding kommt an! Alter Schwede. Komm, das erschießen wir jetzt, das Ding. Ach, da ist auch da. Moinsen Meister. Ich muss dann auch noch meine Schlüssel finden für die Pistolen da hinten. Ja, komm mal her. Ja! Jawohl! Wie krank ist denn das bitte, Junge? Ich will mal wissen, was hier hinten drin ist. Ja! Als ob einfach. Da können wir jetzt die ganzen Kisten öffnen. Das ist krank, das ist krank. Das Video wird zwar sehr lange gehen, aber scheiß drauf. Das ist jetzt wirklich krank. Also wir kommen hier, ob wir heute das hier noch schaffen auszubrechen, weiß ich jetzt nicht, aber Junge, diese Spinne ist schon mal tot, Junge, das ist so krank. Guckt euch das doch mal an. Alter Schwede, Junge, das ist ja nicht mehr normal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo die Kisten waren, das weiß ich vielleicht auch nicht mehr. Also hier war keine, glaube ich. Hä? Hä? Steht da jetzt bloß so dumm dort oder so, oder? Hä? Was ist bitte mit denen falsch? Ist jetzt auch scheißegal? Solange er nicht losläuft? Ist doch alles gut. Was wollte ich denn jetzt? Ah, scheiße, ich muss doch... Ah, Mann. Bin ich blöd oder so? Leute, wir sehen uns gleich nochmal hier oben. Aber
Müssen wir halt mal nachschauen. Ah, da hinten ist einer. Ist gut. Jawohl, da haben wir schon mal die Waffe. Das Video wird sehr, sehr lange gehen, muss ich sagen. Also das ist wirklich das längste Video, was ich jemals aufgenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier irgendwas zu bedeuten hat. Nee. Ist noch irgendwo eine Kiste? Ich glaube, noch irgendwo war eine. Ich weiß halt nicht mehr genau, wo. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal gucken, ob wir noch eine finden. War hier anscheinend noch irgendwas drin? Nee, hier war auch nichts drin, komisch. Hm, dann müssen wir nochmal hier gucken. Hier war auch nichts. Hier irgendwo... Nee. Was ist das? Donok. Ja, gut. Dann müssen wir hier halt nochmal raufgehen. Müssen wir halt nochmal gucken. Also Leute, ich habe erstmal nichts mehr gefunden. Genau. Wir holen uns jetzt erstmal schnell noch den Waffenschlüssel. Gut. Holen uns schnell den Schlüssel. Boom, boom. Jetzt habe ich gleich alles gewonnen gefühlt. Weil ich muss jetzt Grandpa nochmal erschießen. Also, ja gut. Es dauert schon noch ein bisschen, aber ja. Jetzt müssen wir hier unten rein. Bam, 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 bam. Gut, jetzt sind wir schon mal hier. So, ach ja, aufladen müssen wir auch noch. Jetzt kommen wir nicht weit. Mich würde eigentlich mal interessieren. Ja, ist da noch so in... Ich gehe jetzt nochmal rauf. Leute, mir ist vor uns auch nochmal was aufgefallen. Und zwar, in diesem Zimmer hier, in dem Zimmer, ne, ist hier eine Leiter. Und hier kann man anscheinend auch noch raufgehen irgendwie. Drücken wir einfach mal da drauf. Oha, und... Na, aber nur... Hier können wir auch noch rein. Cool. Cool, cool, cool. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Und hier anscheinend müsste ja auch was drin sein. Was ist hier? Irgendein Helikopter.